Der ERC Ingolstadt will wieder feiern. Und zwar den nächsten Heimerfolg nach dem enttäuschenden Auswärtsspiel bei den Iserlohn Roosters, das mit 0:2 verloren wurde. Am Sonntag kommen die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg zum zweiten und damit letzten Mal in die Saturn Arena. Der Tabellenletzte hatte anfangs in dieser Saison mit vielen Problemen zu kämpfen. Es war von einem zerrütteten Verhältnis innerhalb der Mannschaft, großen Leistungsschwankungen und fehlenden Leistungsträgern die Rede. Doch Nürnberg hat sich gefangen und am Freitag Tabellenführer Mannheim mit einem beeindruckenden 4:1-Sieg vom Thron gestoßen. Genauso wie drei Tage zuvor im Auswärtsspiel bei den Kölner Haien. Verteidiger Sven Butenschön stellte noch vor der Hälfte der Spielzeit die Weichen auf Sieg. Hier staubte er im ersten Drittel nach einem Schuss ab und machte seinen vierten Saisontreffer. In der 29. Spielminute versetzte er die Haie mit seinem zweiten Tor an diesem Abend in einen Schockzustand, von dem sich die Kölner nicht mehr erholten. Nürnberg gewann verdient mit 4:1 und hat nun mit dem Erfolg am Freitag gegen Mannheim zwei Siege in Folge geschafft. Trotzdem blüht nur Jan Stasny als einer von 13 Neuzugängen richtig auf. Der 91-malige NHL-Spieler ist zweitbester Scorer seines Teams und zeigt in diesen Szenen gegen Köln und gegen Augsburg, welch große Veranlagung in ihm steckt. Aber auch Alexander Oblinger, der beim ERC im Gespräch ist, spielt bislang seine beste Saison und weiß, warum es unter Trainer Peter Dreiseitel besser läuft. Unser neuer Trainer, der redet viel mit uns. Wir haben, finde ich, in unserem Spiel ein klares System. Jeder weiß, was der andere tut. Und auf lange Zeit hingesehen ist es, was Erfolg bringt. Und das ist das Einzige, was zählt. Aber Nürnberg wäre nicht Tabellenletzter, wenn ihnen keine Fehler passieren würden. In der Partie gegen Berlin vor drei Wochen kam das reihenweise vor und den Ice Tigers unterliefen eklatante Scheibenverluste in der eigenen Zone, die zum Tor führten. In der nächsten Szene haben die Franken den Puck eigentlich schon geklärt, aber auch so kleine Dinge wie ein Wechsel blieben bei ihnen nicht fehlerlos und so eröffneten sich für Berlin diese und viele weitere Chancen. Auf diese Fehler werden die Panther lauern, um den Ice Tigers schon vorzeitig den Wind aus den Segeln zu nehmen. Außerdem holten die Ingolstädter aus den letzten drei Spielen nur zwei Punkte und deshalb muss dringend ein weiterer Sieg her, um in der Spitzengruppe drin bleiben zu können. Der Abstand zu Berlin beträgt mittlerweile schon 6 Punkte und die Panther haben noch ein Spiel weniger. Dahinter warten die Hamburg Freezers auf eine Niederlage des ERC, um punktemäßig gleichzuziehen. Nürnberg dagegen will endlich die rote Laterne an Hannover abgeben. ERC-Topscorer Derek Hahn weiß um die Bedeutung des Spiels am Sonntag und will daher nach zwei torlosen Spielen wieder treffen. Manchmal kommt es eben vor, dass man nicht trifft. Es ist ja nicht so, dass ich kein Tor schießen will. Da spielt das Glück eine wichtige Rolle und das erarbeite ich mir wieder und dann mache ich die Dinger auch rein. Beim 34-jährigen Kanadier läuft es trotz dieser zweier torlosen Spiele super. Alleine seine Bilanz im Dezember ist überragend. 8 Tore und 12 Vorlagen in gerade einmal 10 Spielen. Da kommt man automatisch auf die Frage, was Hahns Erfolgsrezept ist. Ich habe das Glück, mit Thomas Greilinger in einer Reihe zu spielen. Das hilft mir sehr. Aber auch das Team macht's aus. Wir sind eine starke Mannschaft und deshalb ist es für einen Spieler wie mich einfach, damit zu spielen. Zuerst müssen die Ingolstädter aber wieder in die Spur finden und im neuen Jahr wieder das zeigen, was man 2011 wöchentlich unter Beweis gestellt hat. Deshalb will Rich Czernomatz am Sonntag wieder viel Leidenschaft, Kampf und Körperkontakt sehen. Und vor allem will er Joe Motzko sehen. Der letztjährige Topscorer der Panther war am Freitag gegen Iserlohn nicht im Kader. Gegen Nürnberg ist er aber wieder mit dabei und kann seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellen. Der 31-Jährige ist seit 3 Jahren in Ingolstadt und hat sich bei seiner letzten Vertragsverlängerung eine Option auf eine weitere Verlängerung zusichern lassen. So kann der US-Amerikaner selbst entscheiden, ob er weiterhin beim ERC bleibt. Ja, ich tendiere sehr dazu, hier noch länger zu bleiben und zu verlängern. Aber die Saison ist noch lang und da kann einiges passieren. Mit Toren würde Motzko dem ERC am Sonntag sehr weiterhelfen, wie hier schon beim ersten Heimspiel in der Saturn Arena gegen Nürnberg. Mit diesem Treffer hat der Stürmer den ERC auf die Siegerstraße beim 3:2-Erfolg gegen die Franken im Oktober vergangenen Jahres gebracht. Die ERC-Fans hat es gefreut und sie wollen nichts anderes als einen Sieg, weil vor allem das Derby gegen Nürnberg sehr prestigeträchtig ist. Gegen die haben wir eine Rechnung offen. Auf jeden Fall sind die fällig. Die hauen wir so weg. Also nach dem, was wir das letzte Mal erlebt haben, sind sie obendrein fällig. Wir wollen eine Revanche für das 7:1 in Nürnberg. ERC hat eine viel längere Tradition als Nürnberg. Wechseln ja fast jedes Jahr einen Sponsor.
Ja, der ERC ist einfach unser ERC und Nürnberg verkauft sich dauernd für andere Leute, für andere Sponsoren. Ingolstadt hat eine richtige Tradition und Nürnberg, was hat Nürnberg schon? Eigentlich gar nichts. Die ist einfach lächerlich. Nürnberg, wo stehen lassen? Am letzten Platz, eingebraten, zergrobliechtel. Wir werden euch so wegballern. Ja, mit Sicherheit. Ja, weil wir die Ingolstädter sind und weil wir einfach besser sind. Weil die Ice Tigers Fußkettchenträger sind und der ERC nicht. Und mit Fußkettchen kann man halt nicht so gut spielen wie die Panther. Weil die Mannschaft ungefähr 1000-mal geiler ist, weil die Jungs gut drauf sind. Und weil die einfach es nicht verdient haben zu gewinnen bei uns hier zu Hause. Weihnachten ist vorbei, der Christkindlmarkt ist auch vorbei, Geschenke gibt's kaum mehr. Die Punkte bleiben leider in Ingolstadt, Nürnberger. Das packen wir schon. Auf geht's, Jungs. Haut's weg. Wenn wir wollen, kaufen wir euch auf. Wenn wir wollen, kaufen wir euch auf. Auf geht's, Panther, kämpfen und siegen!